hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode von Kais Retro Games Let's Play Sniper Elite von Rebellion. So, wir waren ja zuvor, haben wir ja das Treibstoffdepot des NKWD, also der Russen im Endeffekt, sabotiert halt eben und den ganzen Treibstoffvorrat zerstört und so weiter, um ihre Arbeit zu behindern. Jetzt geht es darum, natürlich die Wissenschaftlerausbildung rauszuschaffen, wie ihr schon so richtig verrät. Wie gesagt, halt eben zu verhindern, dass die halt eben den Russen dann in die Hände fallen. Und ja, ich würde sagen, ohne viel Brimborium starten wir es an. 21. April 1945. Das NKWD plant, mehrere wichtige deutsche Atomforscher, die vor kurzem gefangen genommen wurden, mit dem Zug vom Anhalter Bahnhof nach Pankow, weit hinter die russischen Linien, außerhalb unserer Reichweite zu transportieren. Deine Aufgabe ist es, ihre Abfahrt vom Anhalter Bahnhof zu verhindern, bis sie von einem OSS-Team herausgeschleust werden können. Das OSS-Team, das die Wissenschaftler herausschleusen soll, wird um 2 Uhr über die U-Bahn-Station Gleis Dreieck eintreffen. Eliminiere die NKWD-Patrouillen in der Nähe, damit das OSS-Team sicher durchkommen kann. Sobald du den U-Bahn-Bereich gesichert hast, begib dich zum Anhalter Bahnhof. So, einfach mal locker mal brisant an, hätte ich gesagt, oder? Meine so. Den Trupp haben wir mal brutal ausgeschaltet. Der ist weg. So, wie es aber schon kommt, da jetzt erstmal nichts mehr nach. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns raus. Aber ich sehe da... Ah! Da oben. Seht ihr den? Da sitzt der einer. Okay, das sind die U-Bahn-Gleise. Oh. Doch mal endlich getroffen. Schön weggeklatscht. So. Halt. Haben wir... Nein, wir haben keine sekundäre Waffe. Das heißt, wir werden uns jetzt die damit nehmen. So. Können wir noch gleich durchsuchen. Ne, hat nichts bei. Gut. Okay. Es hat halt eben nicht sein sollen. So, dann. Spazierweg. Hört es an der Musik gleich, würde es wieder vom Gegner wimmeln. Ist ja immer in solchen Situationen. Ja, da kommen sie auch schon, das lässt nicht lange auf sie warten. Sie klingt ab, damit glaube ich, haben wir das überstanden. So, da geht es nicht weiter. Halt. Munition sammeln, unbedingt. Ui. Da werden wir gleich angegriffen. Ja, wo ist der Lustige? Geh mal runter.
Jetzt sei nicht so unzerbrechlich. So, den Bereich hätten wir gesichert. Ui! Da liegen Geschenke. Ja, da muss natürlich vor, da gibt es auch immer irgendwo Ratten, ist klar. Na, ich hänge da irgendwie gerade fest. Die Munition von dem nehme ich mal noch mit, weil das, glaube ich, kann nicht schaden. Halt doch das Leben retten. Sage ich jetzt mal. Er rennt immer so weit. Das ist unglaublich. Drückt man mal 2 Sekunden länger die Taste und der rennt gleich einen Marathon. So. Da ist ein Löchlein in der Wand. Da hinten ist der. Oh, da ist der Tunneleingang zugeschüttet. Oder verschüttet, könnte man ja sagen. Ich würde sagen, speichern wir zwischenzeitlich einmal ab. Ich glaube, das kann nicht so verkehrt sein. Jo. So. Tageslicht. Künstler waren auch schon besser. Ich hab gesehen, da unten liegt irgendwas. Oh, Tatsache. Man an den Ufern der Spree so alles findet. Höchst verdächtig. Da komme ich jetzt nicht weiter, okay. Der Fall zeigt ja dahin. Da geht's mal auf keinen Fall weiter. Das haben wir gerade festgestellt. Dann würde ich doch mal versuchen, unten den Weg hindurchzunehmen. So, wir sind jetzt hier hinten hervorgekommen. So. Genau, aus dem U-Bahn-Tunnel. Ey, Junge, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, bitte. Aha. Ich hab den ganzen Cheesy, ja, aber ganz entspannt. So, wir sind jetzt hier. Ah, in der Achso, da hätte ich. Ja gut, okay. Das ist dann klar. Ich hätte unten am Funkgerät, wo was da unten gestanden ist, hätte ich schauen sollen. Nach Informationen, das ist natürlich dann klar. Das war Saubeutel. Also vergess. Thank you.
Hole weitere Männer aus der Einheit der U-Bahn-Station, Gleisdreieck und Rücke zur Verstärkung des Teams, das um 2.10 Uhr mit dem gefangenen Wissenschaftler eintrifft, zur Bahnstation Anhalter vor. So. Jetzt muss ich auf die andere Uferseite. Da hinten rennen sie eh schon rum. Da hinten kommen sie eh schon. Wow. Die Eierbärchen, nehmen sie da oben versteckt. Schau das an. Ja, wo ist er? Ja, wo ist Nummer 2? Ach, verdammt. Vertan. Komm, put, mindestens verwundet ist er. Heckenschütze. So, jetzt vermeide möglichst jeden Feindkontakt und rücke zum Anhalter Bahnhof vor. Nicht zerstören kann. So, vermeide möglichst jeden Feindkontakt. Mutala. Na passt, Mission abgeschlossen. So, das war der erste Streich, doch der nächste folgt zugleich. Dann danke ich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage, bleibt dran, es bleibt spannend. Dann bis zur nächsten Episode, euer Kai.